Hallo und herzlich willkommen bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's wieder, der Black, mit der Bolzeniel. Wir sind unterwegs und hier ist hier wieder mal jede Menge los. Ja, denn in Dulland ist scheinbar jeder willkommen. Okay, wir sind ja neu in unserem, ich sag's mal, neuem Gebiet angekommen und haben hier die eine oder andere Quest noch abzugeben. Deswegen gehen wir mal in die Richtung, wo das sein sollte. Einmal Prolog, einmal Geschenk für eine Freundin, Abschied mit der Erde und läuternder Trank. Gut. Gucken wir mal, was so anliegt. Sobald ich hier mal irgendwo auch wieder so ein Lager finde, wo wir drauf zugreifen können, da würde ich gerne auch mal reingehen. Denn ich habe mal ein bisschen gebastelt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Jo, ich habe mal ein bisschen gebastelt und ich habe auch, weil ich ein Trottel bin, vergessen, meine Kopfhörer, die habe ich zwar auf, aber die so anzustecken, so hat man im Hintergrund eventuell noch was gehört. Ja, sorry dafür, jetzt geht's vernünftig weiter. Okay. Dolligens Umhang, 75 Rüstung, plus 2 Schicksal. Moralregeneration oder Schicksal. Ich beende erstmal die Quest und ich kann sein, dass ich das Ding anlege. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Ich glaube schon. Legen wir an, so. Genau. Okay, soweit so gut. Das hätten wir also als erstes gemacht. Dann gehen wir mal hier hinter. Und gucken mal, was wir da Schönes noch haben. Diesen Umhang haben wir angelegt. Hier hinten ist der Bregard. Endlich mal ein Name, den ich aussprechen kann. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Das schadet. Tut mir leid. Ein bisschen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? So, Instanzenfinder. Ihr habt Stufe 10 erreicht und könnt nun den Instanzenfinder verwenden. Der Instanzenfinder sucht im Hintergrund einer Gefährtengruppe, mit der ihr eine Instanz oder ein Scharmützel betretet. Ja, werden wir bei Gelegenheit auch machen, aber noch nicht am Anfang. So, Abnutzung von Gegenständen. Ab Stufe 10 werden all eure Gegenstände beschädigt, wenn ihr besiegt werdet. Jo, ich würde ungern besiegt werden wollen. So, Bregars Klinge, einhändiges Schwert. Mhm. Naja, gut. Man kann es ja mal mitnehmen. So, und was haben wir dann noch? Werdet ihr euch mein Leid anhören? Kupferarmband ist eigentlich Wurst, was wir da nehmen. Ja. So, eigentlich kann ich ja noch gar nichts nehmen, muss ja erstmal die Quest machen. So, und jetzt hier noch zum Prolog. Ich werde alles in meiner Macht Stehende zu verhindern und das, Gulon das selbe Schicksal erreicht. Okay. Eure Nachricht ist besorgniserregend, Bolzeniel. Es ist schon ungewöhnlich genug, dass Zwerge und Bilwisse gemeinsame Sache machen. Aber sich zu verschwören, um einen Elbenprinzen zu entführen, ist schon tollkühn. Ich werde unsere Krieger noch nicht zu den Waffen rufen. Carvador ist berechtigterweise voller Zorn, aber als Meister von Dulant ist es meine Pflicht, Zurückhaltung zu üben. Wenn die Zwerge Arvortal wirklich entführt haben, werden wir mit Zorn über sie herfallen, dass die Berge erzittern werden. Allerdings könnte sich hierbei auch um einen Trick der Bilwisse handeln. Ein Krieg zwischen Elben und Zwergen wäre für sie sehr nützlich. Möglich. Bleibt noch einen Moment. Ich habe eine Abgesandte zur Zwergenstadt Gondamon geschickt, um die wachsenden Spannungen zwischen Elben und Zwergen abzubauen. Aber ich fürchte, dass ihr nach den Gerüchten von Arvortals Gefangennahme kaum gelingen wird. Reist auf der Straße nordwestlich nach Gondamon und erzählt Geitlin, was sich hier zugetragen hat. Ihr müsst zusammen mit der Wahrheit über Arvortals Verbleib herausfinden und sie retten, oder ihn retten, falls er wirklich ein Gefangener der Zwerge ist. Ich will keinen Krieg, bevor nicht wir nicht uns seines Schicksals sicher sein sind. Falls Arvortal etwas angetan wurde oder ich ihn nicht befreien oder wir ihn nicht befreien können, werde ich unsere Krieger zu den Waffen rufen, aber nicht eher. Okay, also hier geht's schon los. Es bahnt sich ein Krieg zwischen den Zwergen und den Elben an. Ich hoffe mal, das wird nicht so bleiben. Wir haben hier offenbar auch was zu tun, und zwar läuternder Trank. Dann gehen wir erstmal in die Richtung, holen uns das. Ist das hier tief? Elbenleben über. Ja, also leben tausende von Jahren, sind potenziell unsterblich, glaube ich. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Aber bauen solche Geschichten hier. Wo du einfach runterknellst und dir alles brichst. Alles, was du kannst. So, okay, wir müssen hier unten. Im Wasser? Ernsthaft? Ne, ich muss da runter irgendwie. Wie komme ich denn da runter? Seid ihr verrückt? Na gut, runter kommen wir vielleicht noch, aber die Frage ist, wie kommen wir hinterher wieder rauf? Werden wir sehen. Oh, das war nicht gut. Das ist, so wollte sich. Aua. So, wie lange? 6 Sekunden. Okay, das ging ja noch. Das ist doch alles noch. Feuchtes, duftendes Kraut. Juhu.
Gleich wieder. Gleich mal ein bisschen mehr. Ja, 18 Sekunden. Müsste ich doch. Na gut, wir sammeln erstmal das Kraut, denn das brauchen wir. Ob wir wieder raufkommen, ist eine andere Frage. Zur Not kann ich ja hier über den Markstein hochreißen. Das ist ja auch nicht das Problem. Muss ja nur nicht sein. So, was haben wir denn hier? Einen Dickhauer. Ich hau ihn mal um, einfach um ihn wieder einzuspielen. Oh. Neue Tat, Feuersbrunst in den Ruinen. Warte mal, erstmal hier. Leichtes Fell, toll, dass sammeln war. Da kann ich nämlich Klamotten herausstellen. Beziehungsweise meine Berufe leveln. Greift mit der erschütternden Berührung an. Ja, toll, das habe ich ja gemacht. So, neue Nachricht. Was? Ich habe Post. Juhu. Und ich habe einen Tat abgeschlossen, das ist auch toll. Und ich habe epische Schlachten, die auf uns warten. Erreicht Stufe 10 und schaltet die epischen Belohnungen frei. Juhu, machen wir auf jeden Fall auch. Neuer Tergel. Bolzeniel, die Unbesiegte. Ihr habt Stufe 10, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. Na, das nehme ich da auch mit. Neues Scharmützel verfügbar. Helms Damm. Was? Jetzt schon? Stufe 100. Ne, lassen wir vielleicht mal. So, Instanzenfinder ist okay. Epische Schlachten ist auch okay. Ja, spezifisch. Ja, okay, Instanzenfinder funktioniert so ähnlich wie bei Star Wars, denke ich mal. Also dieses Gebiet, die Trollhöhlen, geht nicht. Da bin ich ja schon fast drin, aber nicht ganz. So, wir nehmen das erstmal. Und dann müssen wir irgendwann zum Briefkasten und natürlich zu einem Lager. Das kriegen wir aber alles hin. Alles zu seiner Zeit. Zuerst mal müssen wir wieder hier hochfinden oder so. So, das heißt, wir nehmen das hier. Schön. Anzahl feuchter, duftender Kräuter. Juhu, 3. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie muss es ja wieder hier hochgehen. Hier geht es langsam den Berg hoch. Ich hüpf. Achso, ich wollte ja mal gucken, wo hatten wir denn eine eingeweihte Pferdepfeife, eingewickelte Pferdepfeife wollte ich eigentlich noch nicht verwenden, aber hier besondere Reise nicht. Regeneration außerhalb des Kampfes auch nicht. Wo ist denn das mit dem Speed? Hier war da irgendwas mit Speed. Sorguns Brief, der Abgesandte, ein Brief, den man auch lesen kann. Geitlin, ich habe beunruhigende Nachrichten über Avotal, bla bla bla. Habt ihr ja gerade gesehen. Ihr könnt auch das lesen, wenn ihr es wollt, sobald ihr es lesen könnt und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier. Angriffsschaden? Nein. Ich hatte doch echt. Hatte ich nicht irgendwie was mit hier fortfressende Schnelligkeit. Laufgeschwindigkeit 5% außerhalb des Kampfes. Genau das habe ich gesucht. Machen wir erstmal die scheiß Talfliege weg hier. So, was haben wir denn hier? 10% Laufgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes. Für 60 Minuten. Weißt du was? Die aktivieren wir mal. 60 Minuten werde ich ja wohl spielen. So, wie hüpft. Solange ich noch kein Reittier habe, ist das auf jeden Fall durchaus hilfreich. Und wir werden es mal mitnehmen. Außerdem haben wir einen Inventarplatz weniger. So. Ich muss auch das automatisch in die Richtung drehen. Alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, ich spiele mich noch ein. Ich habe auch noch keine einzige Folge veröffentlicht momentan. Ich bin nur am Aufnehmen. Heißt im Klartext, dass ich noch nicht natürlich auf eure Kommentare eingehen konnte. Auch noch nicht sehen konnte, ob und wie die ganze Geschichte hier ankommt. Das wird sich alles mit der Zeit geben, denke ich mal. So, wir sind ein Stück hoch, da hinten geht's wieder hoch, okay. Graubolf. Einmal anfassen, einmal anblitzeln, dann einmal umfallen lassen. Kommen die Dickhauer da nehmen wir auch noch mit, weil du da ist. Juhu! Wie gesagt, ein bisschen leveln das ja auch die Taten. Und das war zumindest der erste Hinweis, den habe ich auf jeden Fall schon bekommen. Ich soll die Taten auf keinen Fall vergessen. Aber dadurch, dass ich das ja nebenbei sowieso mitmache, passt das. Ich neige nicht dazu, Kampfen aus dem Weg zu gehen und wegzurennen, nur wenn ich es nicht überlebe. Es sei denn, ich bin natürlich irgendwo auf einem Reittier oder sowas. Dann ist es was anderes. Dann reißen wir natürlich auch aus. Apropos reißen, ich reiß mal hier das Ding aus. Wir haben schon wieder hier, was ist das denn hier? Tat verliehen. Noch eine? Tat verliehen, Vielseitigkeit. Setzt heilender Vers ein, natürlich. Und die neue Nachricht, die müssen wir auch bei Gelegenheit lesen. Leichte Fälle, 59 Minuten. Ich lasse das mal alles drinnen erstmal. Brauchen wir momentan noch nicht. Bestimmt gibt es hier auch einen Briefkasten in der Nähe. Muss ich dann mal gucken. Mobile Briefkästen stehen nur VIP-Membern zur Verfügung. Ist ja schön, ich bin kein mobiler VIP-Member. Zumindest nicht im Moment. Aber da hinten ist eben Briefkasten. Insofern ist das ja Wurst. So. Und deshalb. Wo steht er denn?
Ach da, da ist er angebracht. Deshalb gehen wir mal hier hin und lesen. So, den einen haben wir gelesen und dann hier Erkenbrands Bote an Bolsenjil. Eine epische Schlacht steht bevor. Mein Herr Erkenbrand hat mich von seiner Festung der Hornburg in Helmsklamm hergeschickt, um alle Abenteuer von der epischen Schlacht zu berichten, die Rohan in Kürze auszufechten hat. Wenn ihr wissen wollt, wie man richtig in solchen riesigen Waffengängen kämpft, dann will ich euch gern darüber Auskunft geben. Sucht mich bei einer Gelegenheit einfach dazu beim Keilerbrunnen in Bree auf. Okay, machen wir. Ja, okay, haben wir gelesen. Auch gut. Da ist eine von den freien Völkern, das ist auch gut. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal M gucken, hier oben nach links. Links, das andere links, darüber. Okay. Wie hüpf. So, mal gucken, wo uns unser Weg hinführt. Hier gibt es auf jeden Fall viele Handwerksgeschichten. Das stimmt mich hoffnungsvoll, dass hier vielleicht... Leute, was kann ich für euch tun? Jetzt beenden. Jo. Hört meine Worte. So, nehme ich gerne an. Aha, Verwendung von Gegenständen ist okay. Kriegt man schon hin. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? So, und jetzt wollte ich sagen, dass hier vielleicht irgendwo ein Händler oder sowas in der Nähe, beziehungsweise ein Händler nicht, sondern ein Vermögensverwahrer. Kann ich die eigentlich hier einblenden? Lululululu. Ich sehe sie nicht. Stallmeister, Vermögensverwahrer, doch. Ja. Okay, hier nicht. Unten ist einer. Na gut. Dann entweder müsste ich nochmal zurückreißen. Das wäre natürlich machbar. Mache ich aber eventuell Ende der Folge und hole mir das Zeug ins Inventar. Und ja, zurückreiten können wir dann immer noch so oder so. Ne, das kriegen wir hin. So, okay. Wir haben hier oben was zu tun. Das heißt, wir gehen erstmal in diese Richtung hier hoch. Ofen, Ofen, Ofen. Es ist Ofen, offen. Oh Mann. Weiß, der war auch schon mal besser. So, okay. Wir gehen, wir fallen in diese Richtung. Da geht's hoch. Deswegen hasse ich so solche Dinge eigentlich. Finde den ersten Turm von der Ringfest. Ach, das machen wir direkt. Okay. Wie gesagt, deswegen mag ich solche Dinger nicht, weil... komm, ist das mal alle jetzt? 80 Sekunden. Ja, je öfter man fällt, desto mehr Aua macht's halt. Das ist klar. Und je tiefer wahrscheinlich auch. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie die Mechanik da ist. Ist aber möglich. Verdammt, ich jetzt hier viel Betrieb. Ja. Ich sag mal so, von Fiesta bin ich das nicht mehr gewohnt. Und ich, ehrlich gesagt, von Herr der Ringe, als ich das letzte Mal gespielt habe, auch nicht wirklich. Da war, weil das Gebiet halt extrem weitläufig ist, da trifft er eigentlich recht selten jemanden. Aber offensichtlich, ja, ist das hier in dem Moment ein bisschen anders. Nun gut. So, Boulder spielt Days of Infamy. Ja, viel Spaß. Ja. Mein Kohlkopf mit. Oh, guck mal, der ist aber. Die hat aber ganz schön was am Hintern hier. Nehmen wir mal einen ab hier. Kann ich nicht abnehmen. Weil ich gerade den abgehauen habe, der ihr gehörte. Ja, den sie angehauen hat. Okay. Man sieht, ich werde nicht der Einzige sein, der irgendwie wegrennt. Ja, schön. Aber ich glaube, da müssen wir eh hoch. Das heißt, die Möpse sind eh jetzt gerade unser Ziel. Dann können wir auch direkt hin. So. So, Anzahl der Blauwelsen Bilwilse in Dol Ringwest besiegen. Das kriegen wir hin. Aha. Und einmal Glück und einmal Platz. Was mich natürlich gerade ein bisschen stört, ich weiß nicht, ob das hier Tageszeit Morgenröte, okay, müsste eigentlich hinkommen, dass es dann halt auch mal ein bisschen heller wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eventuell Tageszeit gebunden ist und das auf amerikanischem Server steht, aber ich glaube aber nicht. Wird schon bald hell werden. So, zerschmetterter Krug, den nehmen wir auch mal mit, weil wir es können. Kriegt man nämlich alte Textfragmente fürs Crafting und sowas in der Art. Nicht, dass wir es unbedingt brauchen, aber es schadet halt auch nicht, ne? So, okay. Und. Und. Und jetzt fällt er mal um. Jetzt hält ganz schön was aus, der kleine Mann hier. So. Ich heile mich mal ein klein wenig. Okay. Na mal. Ah, toll. Konnte ich mir abbrechen. Sonst hätte ich erstmal nochmal eine Heilung hinterher gezogen, aber so geht's auch. So, nimm
Nein. Ja, die Bühnwässe, die hauen schon ordentlich ein bisschen Schaden. Also was heißt ordentlich? Irgendwie hauen zumindest ein bisschen Schaden rein. So, okay, dann hätten wir hier noch einen. Da will ich aber gar nicht hin. Säuberung des ersten findet in den ersten Turm. Muss hier also irgendwo einen Turm finden und da irgendwas säubern. Ah ja, jetzt ist er hier freigeschaltet, wie ihr seht. Sehr schön. Und kann das zwar auch über das Inventar steuern, aber wenn ich hier jetzt einfach drauf klicke und das Ding platziere, reicht das auch. Trank angewendet. Sehr schön. Muss ich nur noch den zweiten finden. Muss ja aber auch hier in der Nähe sein. Insofern wird das ja wohl kein Problem sein. Upp. So. Die haben wir auch ein paar besiegt. Das ist auch toll. Bist du der zweite Turm? Ne, bist du nicht. Der wird da hinten sein wahrscheinlich. Grüße dich. Und töte dich. Oder auch nicht. Okay, soweit so gut. Was ist denn das da drin? Augenblick. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Aber es geht vor. Da ist ja noch ein. Ja, von Bildwissen ist hier wahrscheinlich gerade kein Mangel. Mängel, sage ich. Kein Mangel. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir kommen schon klar. So. Okay. Steingrab durchsuchen. Ihr habt das zerbrochene Schwert gefunden. War das auch eine Sache, die wir finden mussten? Aber okay, jetzt haben wir es. Wenn wir es nicht haben, dann ist das vielleicht eine Quest, die wir später sowieso bekommen. Da will ich eigentlich... Ich wollte eigentlich da hinten rein. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo lang geht. Müssen wir mal gucken. Das finden wir schon. Ein Labyrinth hier. Hier hinten geht's raus. Siehst du? Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. So. Einmal blitzeln, einmal spritzeln. Den hier auch. Und den hier sowieso. Und dann gleich hier. Und wenn wir hier schon dabei sind, halt da noch mal rein. Und hier auch. So, also wie gesagt, Instanzen können wir mittlerweile auch mit Level 10, aber das wird halt ja nach und nach kommen. So, hier kommen wir ran. Sehr schön. Tüdelülül. Was haben wir hier? Jede Menge Zeugs drin. Nichts, was man groß gebrauchen könnte. Die Schmiedekunstschriftrollen. Ich werde die alle. Ja, eigentlich kann ich die. Oh, guck mal, wen haben wir denn da hinten? Ich mache erstmal hier noch ein bisschen Blatt. Und dann gucke ich mir den Kollegen da hinten mal an. Er hat nämlich eine Holzbrücke. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest auch brauche. Doch, besiege Geduldo. Da steht sie auch. Okay, wunderbar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles angenommen habe und was nicht. Aber das ist ja auch egal. So, okay. Einmal ein bisschen Heilung geben. Wartet nie. Und dann geht's los, mein lieber Duldo. Okay. Ich kann nochmal frostige Straßen verwenden, einfach weil ich hab. So. Ja, noch ist alles relativ einfach. Wir kommen gut voran. So. Truhe öffnen. Dankeschön. Kupfermützen, ein Schwert und alte Textfragmente. Alles gut. Nehmen wir alles mit. Und gehen hier irgendwo raus, wo es rausgeht. Hier. Okay, wir können also wieder uns ja so langsam einen Rückzug antreten. Entweder wir rennen durch, wie die junge Dame da gemacht hat, die uns da entgegenkam. Oder der junge Herr, je nachdem wer dahinter wieder im Rechner sitzt. Oder wir kämpfen uns durch und leveln nebenbei die Taten ein bisschen. Das kriegen wir alle, schadet auch nicht. Gerade bei den offensiven Taten. Nur bei, also die Weißen müssten noch gehen, nur bei Grauen, solange quasi dasselbe Level ist, geht das alles noch. Aber wenn halt die Monster zu schwach werden, dann geht das mit den Taten-Level nicht mehr. Logischerweise, sonst wäre es ja auch so einfach. Jo. Blup. Kann nicht verwendet werden. Okay. So, wunderbar. Dann gucken wir hier mal und da mal. Und machen so mal und da und hauen dem eine rein. Und noch eine. Und dann gleich noch eine hinterher. Und den hier auch noch. Wunderbar. Juhu.
So, wir sind gut genug dabei, dass wir jetzt so langsam den Rückzug antreten können. Wo muss ich hin? Ich muss hier runter. Ich würde sagen, ich mache das jetzt so, wie ich es gesagt habe. Ich werde zur Vermögensverwahrerin reiten oder reisen, und zwar über den Markstein am besten, weil wir haben uns ja noch nirgendwo anders gebunden. Und wenn ich dann da war, hole ich das Zeug noch aus dem Lager, oder das kann ich eigentlich auch mit euch noch machen, das Zeug aus dem Lager holen, anziehen können wir es bei Gelegenheit. Ich habe nämlich mir so einiges hergeholt und ich bin gespannt, ob da einiges auch gut genug oder besser genug ist für das, was wir hier tragen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall Level 10 wird dazu gebraucht, das haben wir ja. Oh, da gibt es eine Quest, sehe ich gerade. Die nehmen wir noch schnell ankommen, wenn wir schon mal da sind. Lülülül, muss ich hier rein? Nee. Außen offenbar. Und ich renne natürlich genau auf der falschen Seite lang. Wieder mal typisch. Oh, das ist genau. Gott sei Dank. So, hier, hallo. Mego Wannen. Es tut mir leid, ich möchte euch nicht in Gedanken stören. Cavador und Zelda sprechen. Ja, okay, klar. Warum nicht? So, Prolog auf Geheiß Cavadors. Juhu. Okay, dann haben wir hier vorne wieder eine Quest. Eine Quest nach der anderen. Das ist auch schon Prolog, aber schon grüne Quest. Okay. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. So. Soweit, so gut. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt dahin, wo wir hin wollten. Nämlich da hinten ist irgendwo der Weg nach oben. Zur Vermögensverwahrerin und holen uns das Zeug. Und dann beenden wir noch die Folge heute. Ne? Klingt doch nach einem Plan. Weil ich hätte den anderen Weg nehmen können. Glaube ich, etwas schneller. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Muss ich auch zugeben. So. Ein bisschen Heilung. Schade nie. Auch wenn wir sie jetzt nicht wirklich brauchen, aber ja, wie gesagt, sie schadet nie. So, wir gehen hier hoch, holen uns von hier oben das Zeug aus dem Lager, was ich so mit habe. Anziehen tun was. Vielleicht mache ich es noch in dieser Folge? Ich mache das, glaube ich, auch noch in dieser Folge. Was benötigt ihr? Einfach, ja, wir können es ja. Ich habe ja Zeit. So. Ich muss nochmal kurz Platz machen. Ich lege alles in Nummer 5. Das ist hier einmal die schwere Stoffrobe. Diese raue Stoffrüstung, von dem ich nicht weiß, welches von beiden ich anziehen wollte. Genau, das hier raus. Schulterschützer. Den Hut. Okay. Und noch ein paar Schuhe. Alles selbst gebastelt. Das reicht mir aber noch nicht, denn wir haben noch irgendwo... Lalalala, hier einen robusten Stoffumfang. Genau, und eine solide Stoffüberhose. Etwas besser. Quasi durch einen kritischen Erfolg sind die etwas besser geworden. Sieht man da eben an der lila Farbe. Ja, vom Schmuck, da habe ich gleich mal ein bisschen ordentlich zugeschlagen, weil ich da jede Menge solche Verbesserungshilfen hatte. Dann kann ich einiges rausholen. Dann haben wir noch einen Runenstein uns gemacht. Und das müsste es fast gewesen sein von den Sachen, die wir so haben. Ne? Ja, robuste Felle, bla bla bla, la la la. Der andere Runenstein, der geht logischerweise noch nicht. Dann haben wir hier einfache Kampfkunde, aber hier Schriftrollen der kleinen Kampfkunde, die nehmen wir mal. Die einfache Kampfkunde geht erst ab Stufe 13. Ja, minimale Stufe 13, das andere Zeugs auch. Okay, das brauchen wir also nicht. Dann haben wir hier noch ein paar Blaubeertürtchen, die nehme ich gerne mit. Mein Handy sagt auch, dass es sich freut, das ist auch nochmal schön. Das Zeug raus. Stattdessen können wir ja hier mal ein bisschen reinräumen von dem, was wir hier so haben. So, so, die Zwiebeln braucht man dann irgendwann mal als Koch. Eine Schafgarbenwurzel. Okay, Handvoll Erdbeeren. Daraus kann man nämlich hier solche Wegzehrungen kochen, wie zum Beispiel die Blaubeertörtchen. Und ja, das schadet ja nur auch nicht. So, was haben wir hier? Schriftrollen der kleinen Gelehrtenkunde, kritische Trefferchance, Gelehrter. Okay, das war toll. Nehme ich gerne. Was ist das hier? Schriftlein der kleinen Kampfkunde, werde physische Verteidigung, bla 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 la la. Okay, läuternder Trank, Mixtur auf Kräutern und Wasser zubereitet, damit das andere Land zu heilen. Achso, das hatten wir. Okay. Gut. Reicht, denke ich. Wir müssten auch alles aus dem Inventar haben, was wir aus dem Inventar haben wollten. Deswegen gehen wir hier hin, machen mal den Charakterbildschirm auf und vergleichen jetzt mal. So, wir haben einerseits die schwere Stoffrobe mit 107 Rüstung. Ist schon ein Unterschied, ne? Zu der abgenutzten und maximale Kraft dafür. Ja. Schwere Stoffrobe wird an dich gebunden. Ist mir egal, machen wir. So, okay. Wir hatten hier noch die Stoffrüstung.
Die hat 80 maximale Kraft. Kann ich eigentlich dafür noch Sachen anlegen? Ich glaube schon. Das heißt, die Rüstung brauchen wir nicht. Können wir eigentlich wieder verkaufen dann einfach. So, Armschienen. Wir kriegen raue Stoffhandschuhe gegen abgenutzte Armschienen. Jo, nehmen wir auch mit. Wir wollen uns ja verbessern. So, Schulterpolster. 33 Rüstung zu... Ja, nehmen wir auch auf jeden Fall. Guckt euch das hier an. Der Hut von Orlovas ist theoretisch zumindest in der Rüstung besser. Maximale Moral oder 4 Vita. Ich weiß nicht was. Ich nehme trotzdem den hier. So, raue Stoffschuhe. 32. Ja, auf jeden Fall auch deutlich besser. Und jetzt hier 58 zu finden. Aber Wert ausweichen ist ordentlich gestiegen. Dann machen wir das lieber so rum. Die abgenutzte Hose. Ja, deutlich besser. Keine Einwände. Dann haben wir noch hier eine Arad-Halskette, da haben wir sowieso noch nichts drin. Dann können wir das reinlegen. Ein Ohrring, den können wir auch noch reinlegen. Den anderen Ohrring, der hat 2 Schicksal und der hier hat 24 maximale Moral. Ich glaube, da tauschen wir aus. Ring. Da haben wir einmal Nürna, da hätte ich nur einen machen brauchen, glaube ich. Dieser Nürna-Ring gefällt mir irgendwie besser, den behalten wir schon mal. Aber hier kann so ein Moral-Amethyst-Ring rein. Da. So. Genau. Was ist das hier eigentlich? Kraftregeneration außerhalb des Kampfes. Genau. Es war so ein Amulett. So, den anderen Ring lassen wir. Aber Armbänder können wir noch anlegen. 1 und 2. Und damit sind wir doch ganz gut ausgestattet. Was noch fehlt, ist so ein kleiner Rodenstein. Wir haben momentan Lenins Stein. Stufe 8 und Stufe 13 macht schon mal mehr Schaden als, oder mehr minimalen Schaden als der andere maximal. Ist schon ein Unterschied. Schlurf. Zumal der mir auch ganz gut gelungen ist, wie offenbar. Komme ich gut damit hin. Der Runenbeutel selber, den, okay. Ich weiß nicht, wann man den verändert oder verbessert. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Werden wir auch noch irgendwo machen. Ich verkaufe noch schnell das andere Zeugs, was wir haben. Und dann beende ich die Folge, würde ich sagen. Nur damit ihr seht, was wir gemacht haben und was nicht. Hallo? Wie darf ich euch zu Diensten sein? Wollte gerade sagen. So, gibt es etwas, das ihr benötigt? Nein. Ich möchte, ja, ich benötige Geld, sag mal so. Und zwar hier dafür. Dafür. Das Kartchen lassen wir mal. Dafür. Ich ist fast neu. Eigentlich könnte man die wegtun, aber ja, ist nicht ja. Übrigens, Magali 1 ist genau der Charakter, der bei mir irgendwie umbenannt wurde. Aber naja, ist halt wie es ist. So, zerbrochenes Kurzschwert, blablabla, lalala. Hatten wir eigentlich alles weg. Alles unten in der 5 ist raus. Okay, wir sind wieder relativ gut dabei. Haben zusätzlich noch ein paar Blaubeertürtchen. Lege ich mal hier rein. Also ein bisschen Essen, was zum Essen ist immer gut. Und Schriftrollen der kleinen Kampfkunde, auch das ist immer gut. Taktische Beherrschung und physische Beherrschung, ein bisschen mehr. Ich könnte noch diese Rollen hier reinlegen, lasse ich aber, ja, mache ich noch oben kommen. Ich beende hier die Folge, räume noch ein bisschen was aus dem Inventar hier raus, was ich oben ins Lager räume, das können wir beim nächsten Mal dann machen. Leute, so, danke fürs Einschalten, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.